Kurz vor den Lockerungen gibt es jetzt einen Aufschrei zu den neuen Maßnahmen ab Montag und eine spektakuläre Transplantation in New York zeigt Erfolge. Das und mehr gibt's jetzt von mir hier bei Push. Am Montag öffnen ja wieder körpernahe Dienstleister und auch der Handel. Mit einem negativen PCR- oder Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, können wir dann also wieder unsere Lockdown-Mähne richten. Aber jetzt hagelt es Kritik. Selbsttests sind davon nämlich ausgeschlossen. Es gelten nur Nachweise, die durch befugte Stellen ausgestellt wurden. Also von Teststraßen, Apotheken oder Ärztinnen. Das Problem dabei, die kostenlosen Teststraßen sind nicht für alle schnell erreichbar. Besonders am Land wird das hier zum Problem. Und außerdem wollen Mitglieder der Risikogruppen das Anstehen mit mehreren Menschen vermeiden. Ja, und die anderen Optionen, die sind leider wieder kostenpflichtig und im Vergleich zum Preis, den man dann zum Beispiel im Friseursalon zahlt, auch unverhältnismäßig. Ja. Außerdem müssen die Betriebe selbst kontrollieren, ob dieser negative Test auch vorliegt und das sehen viele einfach nicht ein. Im Universitätsklinikum Tulln ist was ziemlich Skurriles passiert. Eine 83-jährige Frau wurde dort für tot erklärt, obwohl sie es gar nicht war. Der Grund, sie wurde mit einer wirklich verstorbenen Patientin verwechselt, wie das Krankenhaus in einer schriftlichen Stellungnahme mitteilte. Die Familie der vermeintlichen Toten, die wurde inzwischen sogar schon informiert und die Pate wurde auch schon gedruckt. Jetzt wurde den Hinterbliebenen mittlerweile psychologische Unterstützung angeboten und die Klinik übernimmt auch alle Kosten, die durch diese Verwechslung eventuell entstanden sind. Im Sommer wurden ihm ein Gesicht und zwei Hände transplantiert. Mittlerweile hat er sich von der OP auch schon erholt. Joe DiMaio hat mit seinen 22 Jahren schon wirklich viel erlebt. Bei einem schweren Autounfall hatte er 80% seiner Haut verbrannt. Nach etwa 20 Operationen war sein Gesicht komplett entstellt. Er hatte weder Augenbrauen noch Lippen, überall tiefe Narben und auch seine Finger wurden amputiert. Das wurde jetzt aber alles gerichtet. Unglaubliche 23 Stunden hat die OP gedauert. Ein Team von 140 medizinischen Angestellten haben Joe ein neues Aussehen und ein neues Leben geschenkt. Das war die erste erfolgreiche Kombination einer solchen Transplantation. 2009 war zwar bei einem Patienten in Frankreich schon so eine Operation durchgeführt, er starb allerdings 2 Monate später. Die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West schafft es ja immer wieder in die Schlagzeilen. Momentan befinden sich die beiden offenbar im Scheidungsprozess. Laut US-Medien ist Kim mit den 4 Kindern in Los Angeles. Kanye hingegen hat sich auf seine Ranch in Wyoming zurückgezogen. Dahin will er jetzt auch seine Kinder bringen. In seinen Augen würden sie dort nämlich ein besseres Leben haben. Laut Insidern wird er auch alles dafür tun, seine Kids zu sich zu holen, auch wenn das bedeutet, dass sie dann von ihrer Mutter wegkommen. Also ich glaube, das kann noch ziemlich schier werden bei diesen beiden. Das war euer Update am Vormittag. Gleich bin ich aber auch schon wieder mit neuen Infos für euch da. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Boom, 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 boom.